Und willkommen zurück, Leute, in der verrückten Welt von Toonstruck. Ja, wir haben im letzten Part ja mit der Vogel... ich meine natürlich Futterscheuche gesprochen. Futterscheuche, so. Genau. Und ja, sie hat uns ja erzählt, dass sie gerne etwas Neues zum Anziehen haben möchte. Aber natürlich haben wir jetzt noch nichts für sie. Aber wir werden sicher im Laufe des Spiels etwas finden für die gute Futterscheuche. Und ja... Wir haben uns ja soweit hier das Maisfeld haben wir uns ja angesehen. Wir müssen uns die Scheune nachher noch ansehen. Ein Stall. Ein Stall oder der Stall daneben. Ein Stall ist ja gut. Dann gehen wir eben da mal hin zu dem Stall. Und schauen uns mal an, was da abgeht. Da sind doch bestimmt auch irgendwelche verrückten Viecher drinne. Und mal, bleib. Musst du immer irgendwo gegenlaufen? Und ja, drei Tiere sind hier. Ein Schaf, eine Kuh und ein recht alt aussehendes Pferd. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen anscheinend. Reden wir mal erstmal mit der Kuh. Hallo, meine Damen. Psst, mal. Lass mich das machen. Ich bin ein Genie, was Fremdsprachen angeht. Muhu. Muhubidu. Huba Huba. Ring-a-ting-ting. Kawabunga. Sprechen Sie mit uns? Ja. Aber Flax hat das gerade irgendwie ein bisschen anders darstellen wollen. Was auch immer er gerade sagen wollte. Haben Sie... Oh, ihr wollt bestimmt etwas Butter. Aber es tut mir leid, keine mehr da. Überhaupt keine? Butter? Nein, wir... Wisst ihr, der Turbo-Butterer ist kaputt. Kaputt? Hey, kein Problem. Ich weiß, wie hart euch das treffen muss. Ohne Butter ist das Leben ja kaum lebenswert. Ganz Niedlingen trauert um meine reine, süße, cremige Butter. Trauriger Tag. Ganz trauriger Tag. Aber da müssen wir durch. Und ihr auch. Nur Mut. Hören Sie, meine Damen, sollten Sie nicht eigentlich auf allen Vieren rumlaufen? Was für eine Frechheit. Sowas von unverschämt. Nein, nein, nein. So war das doch nicht gemeint. Wirklich nicht. Es ist bloß so, dass in meiner Welt... ach, vergessen Sie es. Tut mir wirklich leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nun, jeder, der genug gute Manieren hat, um sich zu entschuldigen, ist in unserem Stall willkommen. Übrigens, ich heiße Mal. Und das hier ist Flax. Meine Güte, wo habe ich bloß meine Manieren gelassen? Ich bin Margatrine und das hier ist Polyester. Und diese Maschine da ist mein Freund und lebenslanger Partner Melktronik, der Turbo-Butterer. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Die Buttermaschine ist mein Freund. Ja, läuft bei dir. Margatrine, läuft. Margatrine, das ist meine Freundin Polyester. Ha, was für ein Wortspiel. Okay, okay. Sagten Sie, der Butterer sei defekt? Ja, gibt keinen Pieps mehr von sich, schon seit einiger Zeit. Oh, es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich mal so richtig gut gemolken worden bin. Und wenn Sie es mir nicht verübeln, möchte ich hinzufügen, dass mein rosaroter, praller Euter dringend mal wieder ein kleines Schlürfi-Schlürfi vom guten alten Butti hier vertragen könnte. Ich glaube, das verüble ich doch. Wissen Sie, wir waren ein Team. Zusammen haben wir die süßeste, reinste Butter von ganz Niedlingen hergestellt. Ohne meinen Melkpartner bleiben mir nur meine Erinnerungen an milchigere Tage. Hören Sie, ist ja bestimmt schade um Mr. Saugmops hier. Aber es gibt im Leben schließlich noch Wichtigeres als Butter. Stimmt's nicht, Mal? Genau. Ich meine, Sie haben diesen kuscheligen kleinen Stall hier, in dem Sie leben und so viel Heu, wie Sie nur wollen und... Und Flax? Haben wir schon diesen netten Stall erwähnt? Außerdem könnten Sie eine neue Karriere im Rindfleischgeschäft beginnen. Natürlich nur eine ganz kurze. Es ist nett, dass Sie uns aufmuntern wollen. Aber Butter ist mein Leben. Bis der Butterer wieder repariert ist, wird das Leben nicht mehr so sein wie früher. Okay. Wie sie sich ausdrückt gegenüber dieser Buttermaschine, das ist höchst interessant. Das kann man irgendwie auch falsch verstehen.
Also, was genau ist denn mit dem Butterer passiert? Ich fürchte, ich habe ihn ein wenig überstrapaziert. Ich mache doch wirklich für mein Leben gerne Butter. Gerade funktionierte er noch einwandfrei und im nächsten Augenblick springt so ein metallisches Dings da ab. Wir haben gesucht und gesucht, aber nichts gefunden. Wenn wir nur dieses Stück wiederfänden. Ohne Melktronik hat mein Leben keinen Sinn. Ach, wissen Sie, Margatrine, dieser ganze Kram wie Sinn und Bedeutung, das wird alles leicht überbewertet. Fragen Sie doch bloß mal Flax hier. Sein Leben ist völlig sinnlos und er genießt jeden Augenblick davon. Worauf Sie Ihre süßen Öhrchen verwetten können. Wie ein angesehener, trickreichischer Philosoph einmal gesagt hat, wer in seinem Leben einen Sinn sucht, der... Was zum Hängen? Er wurde von einem führerlosen Eiscremewagen überfahren, bevor er sein letztes Werk ganz vollenden konnte. Aber für alle Trickreicher birgt sein sinnloser, vorzeitiger Tod eine tiefschürfende Weisheit. Ich weiß, was Sie versuchen, und ich danke Ihnen. Sie haben einen guten Charakter. Aber ich fürchte, für ein domestiziertes Rindvieh ist das Leben sinnentleert, wenn einem ein Beutel voller Milch sauer wird. Amen! Das Pferd wirkt irgendwie still. Lanob? Oh ja, Lanob ist anders. Anders? Sie wissen schon, ein nettes Silo, aber kein Getreide drin, wenn Sie mich verstehen. Kein Körnchen. Getreide? Ich dachte, er wäre nur etwas zurückgeblieben oder so. Tut mir leid, meine Damen, aber Flax ist anders. Er leidet an der Fuß-im-Mund-Seuche, wenn Sie mich verstehen. Hä? Bis später, meine Damen. Wir müssen jetzt Muhunter weiterziehen. Muhunter? Mitgekriegt? Das war ein ausgesprochen schwacher Gag. Machen die sich über uns lustig? Natürlich nicht, Polyester. Sie sind doch unsere Freunde. Puh, bei Sprüchen wie dem fühle ich mich immer, als wäre ich nur ein Meter groß. Du bist nur ein Meter groß. Cool. Einen Augenblick lang hatte ich schon Angst, ich hätte ein Gewissen bekommen. Genau das wollte ich, das was Mal gesagt hat, wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Es war wirklich ein schwacher Gag, Flax, also das musst du schon zugeben. Hallo, die Damen. Ihr Jungs müsst doch durstig sein. Wie wäre es mit einem guten Schluck Milch? Nein! Danke. Nein! Danke! Oh, okay, was ist das? Achso, ja, wir können sie wohl nach dem Teil für die Maschine fragen. Wie ich sehe, haben Sie dieses metallene Dingsbums für Ihr Butterdings da immer noch nicht gefunden. Nein. Und wir haben wirklich überall gesucht. Entschuldige bitte meinen Mangel an technischem Fachwissen. Aber was genau ist der Unterschied zwischen einem Dingsbums und einem Dings da? Tja. Lanob spricht also nie? Nein, der kaut nur. Oh, und manchmal schnaubt er. So, Lanob spricht also nicht. Naja, ein Pferd ist wohl halt nur ein Pferd. Wie wahr. Und man hat ja noch nie etwas von sprechenden Pferden gehört. Es sei denn... Was für ein Gelache. Au revoir, komisch aussehender Kerl mit dem winzigen lila Freund. Hust. Armer Lanob, er spricht also nicht. Wow, das ist, glaube ich, so ziemlich der erste Charakter in diesem Spiel, den ich treffe, der nicht spricht. Oh, ist das schön. Dünger. Aber dieser Dünger sieht irgendwie recht gefährlich aus. Ich meine, da kommen so Rausschwammen raus. Wir können ihn anscheinend nehmen, aber ich denke mal nicht, dass wir ihn einfach so anfassen können. Aber ich versuche es trotzdem mal. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Okay, dann steck deine Hand da eben nicht rein. Das ist doch zwecklos. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas findet, indem man einfach einen Heuhaufen durchstöbert. Ich? Flax, könntest du mal schnell den Heuhaufen durchsuchen? Klar, Kumpel! Das bringt nichts mal! Nur rumzustochern bringt uns nicht weiter! Okay. Ich habe nämlich gerade irgendwie so die Vermutung gehabt, es könnte ja vielleicht sein, dass das Teil vielleicht hier in dem Heuhaufen gelandet ist, aber...
Vielleicht müssen wir da ja mit was anderem rangehen. Kann ich Flachs vielleicht benutzen, um den Dünger zu nehmen? Nein, okay, dann nicht. Wer ist denn hier wohl dümmer? Er oder wir? Oder heißt das er oder wir? Und da sagen die Leute immer, man solle das Denken den Pferden überlassen. Die hätten den größeren Kopf. Stimmt, aber nur Stroh drin. Wie nett. Na gut, dann können wir jetzt also für die Damen hier erstmal nichts mehr tun. Ich denke zumindest, wir haben noch nichts hier, was wir benutzen können. Können wir vielleicht den Becher mit dem Dünger benutzen? Oh oh, ich schätze, da brauchen wir etwas, das weniger leckt. Ach ja, stimmt, da war ja ein Loch drin. Ich vergaß. Okay, dann haben wir jetzt soweit erstmal nichts, was wir da nehmen können. Oh, wir haben... Stimmt, wir haben ja Mais. Können wir den Mais vielleicht da reinpacken? Das ist doch zwecklos. Ah, ich hab doch nicht gesagt. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas findet, indem man einfach einen Heuhaufen durchstöbert. Ich hab doch aber gar nicht gesagt, dass du den Heuhaufen nochmal durchsuchen sollst. Das hier ist ein Maiskolben, keine Pflanze, klar? Okay, okay. Aber er hing an einer Pflanze, der Maiskolben. Okay, gut, dann gehen wir erstmal wieder. Reden wir doch mal nochmal mit der Fütterscheuche. Vielleicht hat er uns noch irgendwas anderes zu sagen. Wir sind wieder da. Na, wenn das nicht das dynamische Duo höchstpersönlich ist. Ihr seht ja mal wieder umwerfend aus, Jungs. War das jetzt ein Kompliment? König Nick war sehr nett zu mir, obwohl ich ja ein Fremder in dieser Gegend bin. Oh ja, er ist einfach ein Schatz. Aber er sollte wirklich mal versuchen, etwas öfter an die frische Luft zu gehen. Findet ihr nicht auch? Ich denke mir immer, diese gelbe Hautfarbe kann doch einfach nicht gesund sein. Ich andererseits habe ja jede Menge frische Luft und Sonne. Sogar ein bisschen zu viel Sonne, genauer gesagt. Darum trage ich ja diesen Hut. Er ist nicht nur ein unverzichtbares modisches Accessoire, er bewahrt mein Haar auch vor UV-Schäden. Ganz unter uns, wenn ich nicht aufpasse, wird mein Haar so ausgetrocknet und schwer zu bändigen. Wie Stroh, wirklich. Aber es ist doch Stroh. Oh, vielen Dank, ich trage es heute offen. Ich wusste nicht mal, dass er Haare hat. Du bist also bereit, uns deinen Mantel zu geben, wenn wir dir etwas, Du machst doch bestimmt Witze! Oder willst du wirklich behaupten, du konntest dir die Beschreibung nicht merken? Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag und das ganze Jahr tragen kann. Aber nichts zu Derbes. Auf gar keinen Fall Pelz. Ich hasse Tierquälerei. Nichts zu Offizielles. Andererseits und nicht zu viel... Danke. Ich bin... Okay, okay. Bis später. Och, ich ertrage das einfach nicht. Ich hasse Abschiede. Okay, dann sind... Oh, hier können wir auch noch lang gehen. Yay. Da oben auf dem Baum hockt ein recht aggressiv aus dreinschauendes Eichhörnchen. Ein bösartig aussehendes Eichhörnchen. Ja, so ziemlich. Die Tür zum Baumhaus des Eichhörnchens. Die Tür zum Baumhaus des Eichhörnchens. Okay, okay. Da ist noch ein Weg. Können wir hier weitergehen? Oh, da ist irgendwas, was ich aufheben kann. Pfefferschote. Ich kann die Pfefferschote nicht pflücken, solange mir dieser Dornbusch im Weg steht. Das ist schlecht. Ein echter Übel an der Dornenstrauch. Buschus dornius et aucis. Geh den Weg weiter lang. Hallo? Oh. Also hier sieht's sehr trostlos aus. Ich glaube, das sieht mir schon ein bisschen sehr nach Widerlos-Territorium aus hier. Und wieder zwei Wege, die wir lang gehen können. Ui! Wow!
Einen schönen bunten Tag dir. Hi. Hallo. Ein herrlicher Tag für einen Spaliergang, nicht wahr? GB Wolf, zu Ihrem Dienstag. GB? GB. Abkürzung für großer Böser. Einprägsam. Und so praktisch. An großer Böser verstaucht man sicher den Kiefer. Noch so ein Spruch, mein Freund, und du lernst meine Kiefer kennen. Mit wem habe ich das Vergnügen der Konservation? Ich heiße Mal Block und das da ist Flachs W. Wild. Freue mich, Sie zu treffen. Tja, sehr nett hier. Aber wir müssen wieder los. Wer wird es denn gleich so eisig haben, Jungs? Ihr könntet mir einen kleinen Gefallen tun. Ich habe heute Abend Gäste zu einem festlichen Dünger eingeladen. Und ich bräuchte dringend noch eine Tasche guten Wein dazu. Ohne mein abendliches Gläschen Vivaldi bin ich immer so leicht spreizbar. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ich könnte ab und zu selber etwas weniger spreizbar sein. Kenne ich genau. Ihre Meile kam völlig klar an, Mr. Wolf. Bitte nennt mich GB. Ich besteche drauf. In Ordnung, GB. Wir werden die Augen nach etwas Wein offen halten. Entschuldigung, meine Freunde, aber da gab es wohl einen kleinen Überdrahtungsfehler. Wisst ihr, ich habe euch nicht gebeten, dass ihr die Augen offen haltet. Ich habe euch gesagt, ihr bringt mir gefährlichst eine Tasche Wein oder ihr kommt nicht lebend durch diesen Wald. Okay. Gut, gut, gut. So lasst mich euch beiden Glück wünschen und viel Erfolg auf eurem gefälligen Missionar. Das ist wirklich sehr großzügig, GB. Natürlich. Alles an mir ist groß. Das ist ja komisch. Gerade dachte ich noch, warum hat dieser Wolf so große Augen? Damit ich besser sehen kann, dass ihr immer noch kein Wein beschlafft habt. Haut ab! Sofort! Ciao. Okay, dann sollten wir lieber gehen. Wir gehen ja schon, wir gehen ja schon. Wein will er also haben. Wo kriegen wir den Wein her? Ich meine mich... Also wirklich, hat mich das Eichhörnchen unterbrochen. Wie aggressiv ist die Nüsse futtert, ey, das gibt's gar nicht. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Ich erinnere mich, dass man ja, glaube ich, eine Flasche Wein gewinnen konnte in der Spielehalle, aber das ist momentan eher, naja, müssen wir irgendwann später noch versuchen. Können wir vielleicht Flachs für die Tür benutzen? Flachs, geh doch bitte mal darauf und frag das Eichhörnchen, ob du dir seine Nüsschen greifen darfst. Ich dachte schon, du würdest mich nie fragen. Er macht es wirklich. War wohl doch nicht so eine gute Idee. Tja, anscheinend können wir uns die nicht einfach so nehmen, die Nüsse von dem Eichhörnchen. Da müssen wir irgendwo einen anderen Weg finden. Aber wir gehen erstmal hier lang. Oi. Mal, das ist das Trickreich. Da wohne ich. Ah, in die Richtung geht's also zum Trickreich. Sehr schön. Da oben hockt ein Elefant. Hallo, Jumbo. Was gibt's da oben? Außer Höhenluft natürlich. Okay, er trompetet nur. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Natürlich ist sie das! Das ist die Trickreichbahn! Sieht aus wie eine Gangschaltung. Die Schaltung steht im Leerlauf. Zum Festland ins Trickreich.
ob wir es einfach mal ausprobieren sollen? So kommen wir nirgendwo. Naja, technisch gesehen sind wir ja schon irgendwo. Aber ich schätze, das war nicht das Irgendwo, an das du gedacht hast. Tja. Soll wohl nicht sein. Ich würde sagen, ich gehe erstmal wieder zum Schloss zurück und guck mal, ob ich nicht vielleicht von den paar Gegenständen, die wir jetzt gesammelt haben, welche in den Nitrifizierer einbauen kann. Oh, hi. Fluffy. Guten Tag und tschüss. Schnell wieder verschwinden hier. So, schauen wir doch mal. Schneller! Geh mal, geh! Ups. Ich wollte Flachs nicht benutzen. Wartet auf mich! Lass dich nicht stören, Wirwa. So, dann probieren wir doch mal ein bisschen was aus. Okay, das hat wohl keinen Nutzen. Einfach wild rumprobieren. Was haben wir denn da? Morgen. Also bis jetzt hat noch nichts wirklich davon funktioniert. Der Übelator. Wartet mal. Wir können die Maschine ja gar nicht testen, bevor nicht alle 12 Bauteile installiert sind. Ist ja gut. Ich dann hab's eben geknackt. Nicht. Schön. Na los, geh. Ja, lang. Gehen wir noch mal zum Missschnitt. Wir sind wieder da. Irgendwas ist anders an ihnen. Jetzt weiß ich's. Sie waren doch früher pink. Nein, das war er. Oh Gott, Entschuldigung. Manchmal bin ich aber auch so ein Dummerchen. Könnten wir vielleicht einen ihrer Mitorama-Gutscheine irgendwie abstauben? Tut mir jetzt irgendwie leid. Ich hab sie alle verteilt. Gutschein ist irgendwie nicht. Schade. Lesen Sie immer noch dieses Buch mit den unlösbaren Rätseln? Aber sicher. Ich lege ein Buch nur aus der Hand, um mir irgendwie ein neues zu schnappen. Tja, dann mal bis später, irgendwie, Miss Schnitt. Ja, sicher. Bleiben Sie cool. Okay. Irgendwie Schauen war Sie das nur gerade all diese coolen Aufmachungen an. Ja, das hatten wir doch bereits. Ach.
nochmal mein Glück versuchen sollte bei dem Spiel hier? Bereit zu einem Ründchen, Wetman? Klar, Kumpel! Wenn sie mich schlagen, gehört die Goldkette ihnen. Kämpfen! Ja, kämpfen! Nein, ich verliere schon wieder! Verdammt! Heil dem wahren Champion! Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach keine Skills für dieses Spiel. Verdammt nochmal! Das soll wohl nicht sein. Tja, Was können wir also als nächstes tun? Ich glaube, hier haben wir soweit alles erledigt in dem Pub, aber ich gehe da, glaube ich, trotzdem noch mal rein. Die Kneipe. Einen schönen Tag, Hellemal, mein Herr. Hellemal, prädige Tag auch, mein Herr. Wie sagten Sie, heißt dieses Orgelmodell nochmal? Dies ist eine Hamener Pipe-Orgel. Die beste in ganz Niedlingen. Okay. Es war wie immer ein multikulturelles Erlebnis. Aber wir müssen jetzt wirklich los. Bis bald. Tot ziens, Kumpel. Ich bin gerade ein bisschen leicht überfragt. Was vielleicht doch Zeit ist, ins Trickreich zu gehen? Schnauze! Meine Güte. Vergiss es, Fluffy, damit kriegst du uns nicht rum. Gut, dann versuche ich jetzt einfach mal ins Trickreich zu kommen. Ich habe nämlich schon so eine Idee, wie wir den Elefanten dazu bringen können, uns ins Trickreich zu bringen. Oder auch nicht. Wir haben ja hier das kleine Mäuschen. Und wie wir wissen, hat so ein Elefant ja Angst vor Mäusen. Eine bewusstlose Maus ist nicht besonders furchterregend. Oh. Okay, ich dachte, das würde klappen. Also müssen wir wohl irgendwas versuchen, um diese Maus wieder aufzupäppeln. Nur blöderweise habe ich nichts, womit ich sie aufpäppeln kann. Ha! Tja. Wie geht es also weiter? Ich würde sagen, das finden wir im nächsten Part von Toonstruck heraus. Also Leute, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Bye!